Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Alan Wake Remastered. Wir haben übrigens bei der letzten Folge im Alleingang versucht, die Dunkelheit zu vertreiben bzw. sie zu bekämpfen. Allerdings hat man uns relativ viel in den Weg gestellt. Wir sind ja dabei, zum Cauldron Lake zu gelangen. Doch wie gesagt, die Dunkelheit wirft uns alles Mögliche entgegen. Ich glaube auch, wir sind kurz davor, dieses Spiel durchzuzocken. Ich sind aber halt überall noch diese verschissenen Schatten. Und die muss ich auch noch nebenbei umfahren. Genau. Fahren wir einfach um den Mistsack. Und dann geht's auch weiter. Was geht denn hier ab? Hier brennt was. Wo muss ich überhaupt hin, wo das Licht ist, ne? Oder? Oh nee, lass mich raten. Ich muss an dieser Turbine daran. Turbine, ich meine an dem Schalter. Aber gut, man kann natürlich auch mal ein bisschen Mist labern. Wa? Was haben wir hier? Munition und Batterien. Batterien kann ich hier nicht mehr mitnehmen. Aber was sagt mir eigentlich? Ah, Thomas Zanes letzter Tauchversuch. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Oh. Verstehe. Ich weiß nicht, wie weit wir noch vom Ende entfernt sind. Eigentlich müssten wir relativ nah sein. Aber das weiß man bei Alan Wake wohl nie so genau. Och nö. Was ist denn jetzt los? Was? Oh, nö. Boah, ich hab noch die Schrotflinte. Oh. Kleines Armloch. Oh, ich muss mich noch nebenbei mit den Typen beschäftigen. Ich bin noch weggerannt. Och man, jetzt hör auf. Manchmal macht er auch nicht das, obwohl du auf die Tasten drückst. Oh, wie ich sowas hasse. Naja, egal. Machen wir halt nochmal. Natürlich geht auch gleich direkt die Glühbirne kaputt. Nochmal. Nur um da ranzukommen, ne, machen wir das. Bevor wir jetzt nochmal irgendeinen scheiß Fehler machen. Hast wohl gedacht, was? Jetzt kommt erstmal der Radlader oder? Nicht, dass hier noch irgendwo ein Gegner kommt. Ich komme genau von hinter mir. Kleinen Dreckschweine. Oh nee, da macht mein Fahrzeug kaputt. Ach man, so ein Drecksack.
So, wo ist hier noch einer? Rennt da bestimmt noch einer irgendwo rum. Komm her! Traust dich nicht, was? Oder sobald ich dieses Ding hier drücke. Okay, warten, 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 warten. Okay, dann kann ich den erstmal umfahren. Und weiter. Durch die Gegend pesen. Ich muss ja hier nicht gegen sämtliche Feinde kämpfen. Wenn er versteht, was ich meine. Okay, warte mal. Ich muss jetzt erstmal schön das ganze Zeug mitnehmen. Hier war doch gerade irgendwas, oder? Zum Einsammeln? Ne, nur Licht. Hä, war hier nicht gerade irgendwas? Das Fahrzeug? Ich habe doch gerade irgendwas gesehen oder mich gerade plemplem. Das sah aus, als würde hier Munition oder so rumliegen. Hm, anscheinend doch nicht. Naja, machen wir halt weiter. Ich habe bis jetzt auch nur mit einem einzigen Absturz Probleme gehabt. Ansonsten lief das Spiel eigentlich relativ ruhig, außer einen Ruckler. Und das war auf dieser komischen, also bei der letzten Folge, um genau zu sein. Oh Gott, ey. Also die Steuerung bei so einem Matsch ist extrem schwierig. Oh, guck mal hier. Ich habe doch genau so ein Ding gesehen hier. Genau dasselbe Ding. Ach, guck mal, jetzt sind wir dann wieder hier. Shit. Wieso? Revolvermunition kann ich keinen mehr mitnehmen. Okay, warte mal, dann lappen wir alles nach. Man weiß ja nie, was da gleich uns entgegenkommt. Ich kann da aber wahrscheinlich nicht durchfahren. Da ist ein Generator. Obwohl. Als ich im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Das stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Überleg mal. Überlege mal. Und ich meine, wir sind ja nun relativ weit am Ende. Also vielleicht gibt es noch eine Folge, aber seid euch da mal nicht zu sicher. Okay, das soll ich folgen. Nicht festbacken. Warte, ich komme hier nirgendwo durch. Stimmt nicht, ich muss... Ah. Hä? Warte mal. Oder muss ich das Ding wegschieben? Ah. Streng ich mal an, ist ein paar mehr Fruchtzwerge, mein Freund. Okay, das hätten wir. Genau, jetzt sind wir in dieser komischen Bergbausiedlung. Schon einige Folgen her, wo ich hier das letzte Mal war. Mit euch zusammen. Oh, Blendgranaten. Ey, wenn wir so viel Zeug kriegen, dann bin ich mir nun überhaupt gar nicht mehr sicher. Schüssel. Na, ich habe ein bisschen Leuchtpistolmunition. Na, mal gucken. WTF!
Oh, der hat eine Kettensäge. Lebt er noch? Wie geht denn das? Da kommt dann noch einer. Komm schon nach Lad. Lad nach, Mann. Ich hab noch Blendgranaten. Da noch irgendjemand? Ey, das siehst du halt alles auch so scheiße. So, hier ist eine Munition, die nehmen wir mal mit. Okay, gib mir erstmal einen Kaffee. Oh, Revolver, davon haben wir ja noch nicht so viel. Nee, Jagdgewehr benutze ich jetzt nicht. Gefällt mir nicht. Versteht mich nicht falsch, ne? Aber gefällt mir nicht. Das ist, wirkt irgendwie wie so eine Falle. Na, kick mal, Alan, da kannst du hingehen. Alter, Falk, was geht denn jetzt ab? Na, jetzt. Na, super. Au! Alan, danke. Och Mann, ich habe eigentlich schon lange auf diese L1-Taste gedrückt, aber er flieht halt nicht. Ich setze das Ding einfach in die Mitte und dann ist gut. Was ist jetzt dein... Ist es dein Scheiß Ernst? Was ist denn das für ein Speicherpunkt? Ey, sowas hasse ich ja wie die Pest, ey. Oh, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kann ich die ganze Scheiße nochmal wiederholen? Ich habe ja auch richtig viel Langeweile in dem Spiel, also wirklich. Also das mache ich maximal zweimal, dann schneide ich. Ich habe keinen Bock auf so einen Dreck. Nimm doch mal deine... Habe ich die beiden schon erwischt? Nee, ich wollte schon sagen. Ist da noch einer? So, die anderen Sachen hebe ich mir jetzt auf. Denn wir wissen ja, was gleich kommt. Ich rüste auch gleich mal die Blendgranaten aus. Okay, hinter mir. Hm.
Vor mir auch. Bom! Ja, Schakalaka! What? Geh dort rauf! Alter Falter! Okay, warte mal, ich lade nochmal alles nach. Und ich guck mal mich um, ob ich nochmal Munition finde. Versteht mich nicht falsch. Eigentlich war das eine coole Stelle. Aber was ich manchmal nicht mag, ist halt diese gewaltigen Gegnerhorden, ne? Das ist das Einzige, was nervt. Naja, egal. So, warte mal, wo waren jetzt nochmal die ganze Munition? Ich weiß, hier gab es irgendwo Revolver-Munition. Die konnte ich nicht mitnehmen, oder? Nee. Schüssel. Naja, egal. Wir haben ja ein bisschen was. Oder ist hier hinten noch irgendwo was versteckt? Weil du siehst es ja aufblitzen, ne? Hier ist leider nichts. Schadedede. Ja, zumindest leuchtet das Licht hier hin. Oder ist da hinten irgendwas? Ich meine, wo die komischen Typen rauskamen? Nee, ne? Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte hier was rumliegen? Ja, dann muss ich hier lang. Na komm! So. Nein. Da muss ich auch noch mal was zur Seite schieben. Manuskriptseite. So, was kommt denn jetzt? Der dunkle Ort. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nichts, das ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Ah. Ich meine, ist ja gut zu wissen. Ja, komm, runter, runter. Boah, die ganze Zeit auf X smashen. Ja, das konnte wenigstens noch singen. I believe I can fly. Die kommen jetzt halt aus ihren Scheißlöchern gekrochen, ne? Wie sollte es auch anders sein? Wie weit ist es denn eigentlich jetzt noch bis dahin? In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Also werde ich das wahrscheinlich in der Folge eh nicht mehr schaffen. Naja, ist ja nicht ganz so schlimm. Was haben wir denn hier? Oh, da hinten ist auch noch irgendwas. Nicht runterfallen, Mensch, Ellen. Was ist los? Oh, Leuchtpistolmunition. Oh, wenn er jetzt auch nee, wenn ich den ganzen Scheiß kriege, dann weiß ich schon, was kommt. Ach, sag bloß, ich muss da durchfahren. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Naja, lass mich raten, gleich kommen die Krähen. Angekratzt. Du musst ja nicht wiederkommen, du Mistvieh. Huh.
Renne, Alan! Okay, das war... Kann man sagen, es war knapp? Darf man, wa? Okay, gut, gut, gut. Haut ab, ihr Mistviecher! Ich mag euch nicht. Au! Kommt da noch irgendwas? Was sind wieder überall Krähen, Mann? Oh. Ist hier noch irgendwas? Ey, was ist denn hier passiert? Voll der Mist muss hier passiert sein. Gegen die kann ich natürlich nicht kämpfen. Alles klar. Ey, bestimmt, wenn ich das Ding schiebe, werde ich angegriffen, wa? Kann das sein? Alan, du musst schon mal ein bisschen hin machen. Und Geronimo! Oh nee. Nicht mit mir. Kommt da noch mehr? Anscheinend erstmal nicht. Dann nehmen wir mal die Thermosflasche mit. Und dann gehen wir weiter. Boah, dass die da durch das Holz kommen. Okay. Also irgendwas kommt die mit Sicherheit noch. Und das wird bestimmt nichts Gutes sein. Ach du Heiliger. Na komm her, du kleines Armloch. Schieß in deinen Schädel und in den Arm. Puh, das ging erstaunlich gut. Also was man uns hier alles entgegengestellt hat. Wow. Ach, jetzt bin ich darin gelaufen. Ich hab mich schon gewundert, was das war. Oh Gott. Na. Hat irgendeiner auf jeden Fall mächtig gesoffen. Ist auf jeden Fall schon lange verlassen, der Ort. Also zumindest wirkt er so. Ich schaff das bis dahin auf jeden Fall nicht. Ich will ja nicht wissen, wie weit das noch ist. Da ist ein Cap. Könnte es von unserem Entführer gewesen sein? Nee, oder? Und jetzt wieder in den dunklen Wald. Ah, ist das nicht geil. Gott, nein. Oh, nö. Warum? Mist.
Ja, Mist. Mist würde ich auch sagen. Kannst du ruhig festhängen, du Armloch. Mit dir will eh keiner was zu tun haben. Gut, das hätten wir. Das ist schon mal sehr schnieke. Ups. Er muss sich echt außen rumlaufen wegen dem Mist. Egal. Warum? Boom, Baby. Ich wollte jetzt ich. Ach man, ich habe das immer noch nicht ausgeschaltet mit den Trophäen. Das mache ich eigentlich nie. Weil es stört halt beim Let's Play. Aber okay, ist jetzt drin, kann ich nicht ändern. Zumindest kriege ich jetzt ein bisschen Heilung. Und, oh, hier liegt doch mal ein bisschen Munition und alles rum. Ja, nice. Danke, nehme ich mit. Wo muss ich ihn jetzt genau eigentlich hin? Der sagt mir eigentlich, ich soll den Weg gehen. Nope, 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 nope. Lass mich in Ruhe. Das für eine Schraube sieht aus wie vom Schiff. Oh ey, das ist doch nicht normal. Boah, die gehen mir aber echt richtig hart auf den Sack hier, diese schnellen Gegner. Okay, ich muss auch gleich ausmachen. Also gleich ist gut. 2-3 Minuten. Ich habe gleich keine Revolver-Munition mehr. Ich wechsle mal kurz auf die Schrot. Oh, dieses Hin und Her. Hier sprinte die Mose auf den Sack. Komm noch her jetzt. Alter, gehen mir die Typen auf den Sack. Oh, Blendgranate. Hallo. Eine Blendgranate, cool. Ja, ich werde die mal kurz benutzen. Muss ich überhaupt hin? Da oben hin, ne? Oh nee. Könnte nächster Gegner sein. Oh, hier ist er. Endlich mal was.
Gutes für uns. Ja, das ist jetzt ein Kontrollpunkt. Leute, ich muss hier jetzt erstmal ausmachen. Ich würde die Folge ja länger machen, aber ich muss die heute noch hochladen. Oder ich möchte die gerne heute hochladen. Von daher war es mir eine Freude, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also bis denn und tüdelülü.